berühmte englische Schauspieler Charles Laughton agierte er mit leisen Tönen auch dort, wo sein Ordnungsruf eigentlich streng geboten wäre. Einen Ordnungsruf ganz anderer Art hat Hamburgs Stern verdient. Seine Hitler-Tagebücher sind nicht einmal das Papier wert, das gar nicht so alt ist, wie es ausgegeben wurde, auf dem sie geschrieben wurden. Das Bundesarchiv, das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Materialprüfung haben sie als Sternschnuppe aus dem Neonazi-All enttarnt. Wilfried Hommen war in Koblenz dabei, als dies geschah. Abschrift. Nun muss wegen dieser Zeilen die Geschichte des Dritten Reiches doch nicht umgeschrieben werden. Hier irrte der Stern. An Hitlers angeblichen Tagebüchern stimmt offenbar rein gar nichts. Historiker und Chemiker verkündeten es heute nicht ohne eine gewisse Genugtuung. Das ist eindeutig festgestellt worden, dass die hier verwendeten Papiere für alle drei Klatten, also ich meine jetzt nicht den Einband, sondern die Papiere, die ja handschriftlich, die also beschriftet sind, handschriftlich gewertet sind, dass diese Papiere Substanzen enthalten, die keinesfalls vor oder während des Krieges, sondern erst nach dem Krieg und nach unseren letzten Ergebnissen nicht vor 1955 auf den Markt gekommen sind. Oberflächlich, ungeschickt, grotesk. So urteilen die Wissenschaftler über die Fälschung. 7 Bände nur haben sie untersucht und sind doch weitgehend sicher, dass auch die übrigen 55 nicht aus Führers Feder stammen. So sicher, dass sie aufwendige Analysen von Fingerabdrücken oder Handschrift erst gar nicht mehr für nötig halten. Für die Historiker war es offenbar ein Kinderspiel, die jedermann zugänglichen Quellen zu entdecken, aus denen Hitlers angebliche Notizen zusammengeflickt sind. Zeitungen wie zum Beispiel der Völkische Beobachter, ältere und neuere Bücher, alles längst schon einmal veröffentlicht. Welche Fehler hat denn der Fälscher gemacht? In erster Linie würde ich jetzt nennen wollen, dass er schlicht abgeschrieben hat. Und wo? Dass er abgeschrieben hat aus Chroniken, aus Zeitungsserien. Und da ist es ihm offenbar durch eine Veröffentlichung aus dem Eingangs der 60er Jahre sehr einfach gemacht worden. Eine Veröffentlichung von Max Domarus, die vorhin in der Pressekonferenz ja mehrfach schon gefallen ist. Und da können Sie dann feststellen, dass wenn bei Domarus für einige Tage nichts dokumentiert ist, nun, dann geht eben der angebliche Führer abends ohne Eintragung ins Bett. Der Stern, so vermutet man im Bundesarchiv, ist wahrscheinlich irgendwelchen rechtsgerichteten Gruppen aufgesessen. Dunkle Millionengeschäfte mit der Vergangenheit. Gibt es eigentlich so etwas wie einen grauen Markt für Schriften aus der Zeit des Dritten Reiches, ob sie nun falsch oder ob sie nun echt sind? Ja, das haben wir in der letzten Zeit immer häufiger festgestellt, dass es offenbar dazu regelrechten Börsen wohl kommt, so Geheimbörsen, wo dann NS-Dokumente gehandelt werden, offenbar ja meist unechte und gelegentlich sicherlich auch ein paar echte. Aber da haben wir noch keine konkreten Erkenntnisse dazu.